Ja, servus, liebe Internetgemeinde auf Facebook von Wir im Landkreis. Wir sind heute Mittag am Samstag in Weilerbach auf dem Immel im Gewerbegebiet. Hier gibt es nämlich eine neue Firma kann man nicht sagen, weil die gibt's ja schon seit, ich glaube, 4 Jahren. Jetzt gucke ich mal so schräg rüber. Das ist nämlich die Chefin neben uns. Das ist Christine Köhl. Wir sind ja nicht. Stefanie Köhl, wie kann es mir. Das gibt's doch gar nicht. Die Stefanie Köhl. Eigentlich müsste ich den Vornamen ja gut kennen, weil wir waren vor ein paar Monaten ja in der Pressebox auf der Baumesse in Kaiserslautern. Da haben wir uns schon mal unterhalten. Und da haben sie ja angekündigt, dass sie umziehen werden hier in Weilerbach. Und größere Räume und Werkstatt und Lager. Und heute ist Tag der offenen Tür. Heute noch bis 15 Uhr kommt hier vorbei. Es gibt noch ein bisschen was zu trinken und zu essen. Und natürlich ganz viel zu sehen. Was denn genau, Frau Köhl? Also es gibt alle unsere Leistungen hier live zu sehen. Hier sehen wir gleich erstmal ein Lamellendach von unserem Hersteller Kleiber. Und auf der anderen Seite hier auch eine Pergola-Markise. Auch in realistischen Größen hier alles natürlich aufgebaut. Und drin sieht man natürlich auch alles zu Sonnenschutz. Whirlpool ist jetzt auch aufgebaut. Er ist jetzt endlich da. Terrassendächer, Innensonnenschutz. Sieht man jetzt alles bei uns. Ich kann mich gut erinnern, dass wir im Sommer in Kaiserslautern auf der Messe drüber gesprochen haben. Sie machen ja Rollläden, Sicherheitstechnik, Garagentore, jetzt kommt noch Whirlpool dazu. Ist das nicht ganz viele verschiedene Sachen? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Nee, das ist eigentlich, außer jetzt das Whirlpool, klar, ist alles im Berufsfeld des Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikers drin. Eigentlich kann man immer sagen, so alles, was Hausöffnungen angeht, ist eben alles mit drin. Whirlpools haben wir jetzt dazu genommen, weil eben dieses Outdoor Living, das wird ja immer größer, dieses Feld. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, haben wir eben die Whirlpools noch dazu genommen. Stichwort Outdoor Living, kann mich gut erinnern, dass wir auch darüber gesprochen haben. Also die Vergrößerung der Häuser, der Wohnungen im Innen nach außen, ja. Ist das ein Trend? Ja, also es wird immer mehr, gerade draußen, man will ja auch, diese Lounge-Möbel wird ja immer mehr und da will man die nicht im Winter wegräumen, man will sie unter sein Lamellendach oder Terrassendach stellen und da auch stehen lassen. Da sind sie vor Regen, Wind und Wetter auch geschützt und man muss nichts umräumen oder irgendwelchen Stauraum haben. Das hinter uns ist so ein Lamellendach. Genau. Ja, was ist das Besondere daran? Das Besondere ist eben, dass die Lamellen einmal komplett geschlossen werden können und eben auch aufgefahren oder über einen gewissen Winkel. Dadurch hat man eben auch diesen bioklimatischen Lüftungseffekt, einfach nicht wie beim Glasdach, das komplett geschlossen ist, sondern die Luft geht durch von unten nach oben. Also habe ich eine natürliche B- und Entlüftung vom Dach dann sozusagen. Also jetzt außenrum ist ja offen. Genau. Das ist auch so gedacht oder wird es dann wird es zugemacht? Nee. Offen lassen oder man kann es eben auch durch Glasschiebetüren erweitern und eben dann auch komplett schließen. Man kann es auch an sein Haus anschließen. Man braucht nicht immer diese 4 Pfosten, wie man hier sieht. Man kann es freistehend machen oder im Anschluss an ein Haus, dann an eine Hauswand. Und das Lamellendach, das ist praktisch die Abdeckung oben drauf und die ist irgendwie. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann man die denn bewegen? Krabbel ich dann immer hoch und mach's? Nee, Sie haben hier ein Steuerungsmodul mit drin und Sie bedienen es einfach per Handsender, können Sie die Lamellen individuell einstellen und auch, wie Sie hier sehen, mit Licht kann man das auch erweitern oder auch Heizstrahler kann man auch dazu steuern. Also man sieht ja, dass es ja, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch eine Folge von der Pandemie, dass die Leute sich ja so ein bisschen stärker auf ihr eigenes Haus und Heim konzentrieren und das als Lebensraum vielleicht sogar neu entdecken. Und dieser Lamellendach ist was relativ Neues, das so zu machen. Nee, das gibt's jetzt schon 1-2 Jahre. Man kennt es eben eher, ist auch in südlichen Ländern, kann man es schon früher. Es wird jetzt bei uns wird's jetzt erst zum Trend, dass die Alternative zum Terrassendach, sage ich jetzt mal. Also sieht man, für die Fachleute ist es schon, ja, gibt's schon, aber für uns als normalen Menschen 1-2 Jahre, also ist ganz neu. Aber es gibt noch viel mehr Neues, und zwar drin in der neuen Ausstellungshalle. Und das wollen wir uns mal ein bisschen angucken. Seit wann genau sind Sie jetzt hier auf dem Immel? Wir sind seit Mitte September sind wir hier. Genau, sind Anfang September umgezogen. Und jetzt sind wir eben so weit, dass wir sagen, es steht jetzt alles an seinem Ort und an seiner Stelle. Und ja. Also es wird gut besucht schon, es hat eine gute Annahme
freuen wir uns drüber. Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier eigentlich? Wir sind jetzt mittlerweile zu 8. Und sind stetig am Wachsen. Also wir suchen auch immer gerne Monteure. Sie können sich gerne bewerben bei uns. Ja, wenn Sie mich fragen, wenn Sie mich direkt ansprechen als Monteur, sind Sie froh, dass ich mich nicht bewerbe. Unser Kameramann heute, Sascha Kunz, kann ein Lied davon singen. Der sagt, oh, den darfst du nicht alleine in der Baumarktklasse. Das geht's nicht. Ja, hier haben sie eine tolle Sache aufgebaut. Also ich habe vorhin schon mal reingeguckt, schon mal ein bisschen rumgelinst, was hier alles gibt. Die Neugierde ist furchtbar. Ich muss natürlich gucken. Da sieht man das ja. Naja, entweder ist der Bodensee oder Bali. Ich weiß nicht genau. Ja, Bali. Ja, also einfach im schönen Ambiente wollten wir eben die Sachen vorstellen. Hier sieht man jetzt die Vollkassettenmarkisen. Wie heißen die Dinger? Vollkassettenmarkisen. Das heißt, dass eben Tuch und die Arme der Markise im geschlossenen Kasten sind, also vor Wind und Wetter auch geschützt sind. Das ist das, was man auch so kennt. Das ist das Standard, oder? Also es fängt an bei offenen Markisen. Wenn man jetzt, sage ich mal, eine Überdachung drüber hat, braucht man nicht unbedingt eine geschlossene Markise. Aber das ist mittlerweile der Standard, eben um die Markise eben länger haltbar zu haben, dass Arme und Tuch eben geschützt sind. Das heißt, man kann das dann eben, also jetzt im Moment ist es ja noch super warm. Also ich habe jetzt gerade vorhin beim Herfahren gesehen, wir sind schon wieder knapp an den 18, 19, 20 Grad. Gestern Nachmittag waren es 23 Grad. Das heißt, ist es für Sie jetzt noch Saison? Ja, also kann man schon sagen, ist gerade auch im Winter, bekommt man eben auch Winterpreise. Im Frühjahr geht es dann wahrscheinlich von den Preisen wieder höher. Also wenn man sich jetzt noch seine Markise sichert, hat man die auch für die nächste Saison. Gerade bei den Lieferzeiten momentan ist es halt, ja, besser man kauft früher als zu spät. Können Sie es auch noch montieren jetzt, bevor es dann wirklich kalt wird? Ja, klar. Also das funktioniert schon noch. Wir sind zwar schon stark ausgelastet, aber Winter funktioniert noch. So, hinter Ihnen, ich muss die ganze Zeit hingucken, Ventosol VM720-3. Sascha, kannst du drauf gucken? Das wird man wahrscheinlich nicht so richtig erkennen jetzt in der Kamera, aber das sieht für mich so aus, als wäre das irgendein besonderer Konstrukt, oder? Also das ist jetzt ein Dachsystem, das eben auch Design, dieses kubische beinhaltet, dass man so wenig wie möglich sieht, was einfach ein geschlossenes System ist. Unten drunter ist jetzt eine Wintergartenmarkise und hier vorne, um dieses kubische, eben eckige, ist eben hier nochmal eine Senkrechtanlage, das ist diese Ventosol. Moment, ich kann es Ihnen mal zeigen, Achtung. Die fährt eben auch runter. Das ist diese Senkrechtbeschattung, wenn die Sonne von vorne kommt. Oder auch, man kann sie auch als Insektenschutz am Abend nutzen. Das funktioniert auch. Es ist halt das Schöne, Sie haben hier einen Glasfaserstoff, das Sichtschutz haben Sie. Am Tag können Sie rausgucken, aber keiner kann reingucken. Am Abend dreht sich das Ganze wieder. Aber so kann man eben auch sein Dach von vorne beschatten. Wunderbar. Also gerade so für Frühaufsteher, wenn die Sonne entsprechend auf die Terrasse scheint, dann kann man, oder wenn es auf der anderen Seite ist, dann wenn die Abendsonne reinscheint. Genau, ja. Das war die Idee dabei. So, okay. Also das ist eine Deko, nehme ich mal an, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Sind das die Bestseller, die Sie da oben haben? Ja, also das sind so die Standardmarkisen. Einfach, die werden oft und gerne verkauft, diese Allrounder. Ja, also hier drüben hinten ist es nochmal in anderer Form, in Farbe dargestellt. Einfach, dass man auch mal die Vielfalt sieht, wie die Markisen eben aussehen. Weil wir haben gerade vorhin einen Kunde gehabt, der sagt, in dieser Farbe sieht die Markise wieder ganz anders aus wie in dieser. Einfach, dass man sich's vorstellen kann. Man muss sich beraten lassen, so irgendwie aus dem Katalog oder nur im Internet anschauen. Das ist immer irgendwie nicht so richtig, gell? Nee, das ist auch nicht unsere Philosophie. Als Roland Sonnenschutz Innungsmitglied ist das auch nicht unsere Philosophie. Wir wollen den Kunden beraten von Anfang an, für ihn das Richtige auch finden, weil oft weiß man ja auch nicht von dieser Masse, die es auf dem Markt gibt, was ist es eigentlich für mich geeignet, was bringt mir das meiste, und dahinter wollen wir eben stehen, dass der Kunde von der Beratung her bis zur Montage, weil wir ja auch unsere eigenen Monteure haben, rundum zufrieden ist. Und das kann man hier vor Ort sich auch genau angucken. Wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Auf der anderen Seite sind dann die verschiedenen farbige Rollläden und Jalousien und was noch alles. Innensonnenschutz, Plissé-Anlagen, Insektenschutz haben wir ja noch.
was haben wir noch? Außenraffsteuranlagen bekommt man auch. Diese ganzen Steuerung, Smart Home, also das können wir alles eigentlich zeigen. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir darüber so ganz, ganz kurz auf der Messe gesprochen haben und ich habe mir unser Video von damals, das Interview, nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich kann mich erinnern, dass ich dann versprochen habe, hier zu kommen, allerdings ohne Badehose, nämlich Rollladen Köhl. Hat jetzt einen Zusatz, so Whirlpool Köhl. Und da gehen wir jetzt gerade mal rüber. Das will ich euch auf jeden Fall zeigen. Das ist der Whirlpool. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, jetzt auch Whirlpools anzubieten? Ganz einfach, die Nachfrage war da. Und dadurch, dass eben dieses Outdoor-Living, kann ich eben, die Whirlpools sind ja auch unter ein Terrassendach, kann ich das stellen, kann es eben auch nutzen im Winter. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bieten es mal mit an. Haben uns dann auch eigentlich der Deutschland größte Whirlpool-Hersteller, der auch nachhaltig produziert, das war uns wichtig, dass eben auch die Qualität stimmt, ausgesucht. Und ja, jetzt ist er da und jetzt beraten wir hier gerne drüber. Also wie gesagt, ich habe die Badehose vergessen, sonst hätten wir es natürlich ausprobiert. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob ihr das alles sehen wollt, wenn ich da reinhüpfe. Also Whirlpool, aber ich sehe gar nichts zu whirlen. Kein Problem, das bekommen wir hin. Also die Whirlpools gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen, Formen, Farben, das ist kein Problem. Hier sieht man einmal die Düsen, die ich auch individuell einstellen kann. Hier sieht man einen Wasserfall noch. Es gibt spezielle Nackendüsen, Rückendüsen, Lendenwirbeldüsen. Also da ist alles da vorhanden. Es gibt auch eine Funktion, die speziell auch für Neurodermitis geeignet ist. Man kennt es ja, wenn man im Schwimmbad ist, man hat diese schrumpeligen Hände. Hier passiert das nicht, wenn man diese Funktion hat. Dann schaltet man dieses einfach ein, dieses Mikrosilk, und dann hat man wieder glatte Haut. Kann man sich's leisten? Na klar, also ja. Geht schon. Ja. Also, liebe Leute, heute noch bis 15 Uhr, Stefanie Köhl ist hier mit ihr im Garten und einige der Mitarbeiter habe ich hier auch schon gesehen. Einige sind hier auch im Gespräch mit Besuchern. Heute noch bis 15 Uhr habt ihr die Möglichkeit, hierher zu kommen und sich das mal alles anzugucken und sich vor allen Dingen mal beraten zu lassen, weil jede Terrasse ist anders und wenn man irgendwie was von der Stange kauft, dann passt es nicht. Und wenn es für den Ausmaßen her passt, dann sieht es manchmal aus wie auf. Also lieber zu den anerkannten Innungsbetrieben und sich dort informieren lassen und beraten lassen. Vielen Dank, Stefanie Köhl, für diese kurze Führung. Gerne, danke für Ihren Besuch. Ja, sehr gerne. Und das ist die Via Tipptour heute in Weilerbach. Schön, dass ihr dabei seid und schreibt es in die Kommentare beziehungsweise teilt schön das Video in den nächsten Tagen. Wenn ihr es heute jetzt hier in der Timeline verpasst habt, aktuell live hier aus Weilerbach, dann stellen wir das Video auch nochmal auf unseren YouTube-Kanal. Wir im Landkreis.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.